Hallo, ich begrüße dich zum Start der Kalenderwoche 31. Wir haben immer noch Ferienzeit und vom Leitungsteam ist der Dani in der Ferien, der Fabian Fessler und auch ich gehe jetzt in die Ferien. Ganz besonders, dass wir jemand Neues bei uns im Team begrüßen dürfen, und zwar Aline Marbacher. Sie ist unsere neue Lernende, die dieses Jahr anfängt. Aline wird im Oktober 16 und sie wohnt im Schwarzenberg. Ganz herzlich willkommen, Aline, bei uns im Team bei Hodl & Partner. Und dann kommen wir zum Wochenthema. Der Peter wird dir einiges über das Thema Wasser erklären. Pflanzen, die brauchen auch regelmäßig Wasser, so wie ich. Wenn es so warm ist, dann muss ich auch regelmäßig trinken. Und auch das nicht zu viel, schon ist es nicht gut, aber die richtige Menge. Wichtig, dass man keinen trockenen Ballen setzt. Erst gewässert werden, bevor es den Boden reinkommt, weil danach kriegen wir sie nicht mehr richtig nass. Dass man schaut, dass man das Wasser in den Wurzelbereich bringt. Das heisst, der Ball hat eine gewisse Größe. Dass man immer schön den Ball selber, aber besonders auch den Ballrand sehr gut anfüchten. Das sind eigentlich die Hauptzugwurzeln. Und darum ist es wichtig, dass wir dem Ballrand viel Wasser geben. Und am besten mit einem Gießgerät, mit einer schönen Bruse vorne drauf Wasser zu geben. Es kommt nicht zu viel Wasser und kommt trotzdem genug Wasser. Man nimmt einfach eine Düse, wo man einfach das Weizen abspritzt, und da kommt zu wenig Wasser raus. Ich zeige jetzt mal den Unterschied zu einer Düse, was da an Wassermenge rauskommt, zum Gießgerät, was dort für Wassermenge rauskommt, innerhalb von einer halben Minute. Da siehst du dann die Düse, die Wassermenge, wie wenig das ist. Die Düse waren 5,5 cm Wasser. Jetzt im Kessel. Und das ist jetzt Gießgerät. Ganz, ganz andere Menge in der halben Minute raus. Sind wir auf mehr als 22 cm in der halben Minute. Die Wassersäcke, die wir haben, die sind eigentlich sehr gut in ihrer Art. Ganz gut sind sie bei kleinen, jüngeren Bäumen. Weil dann machen sie wie schon Ballen im Ganzen nass. Bei größeren Bäumen sind sie gut als Ergänzung. Aber sie füllen nicht das ganze Spektrum aus, weil sie machen sehr im Stammbereich fürcht. Aber was wir vorher schon gesagt haben, im Bereich vom Wurzelwerk, Ballrand, kommt kein Wasser. Und da ist es wichtig, dass wir einen Gießrand haben. Da ist es wichtig, dass man im Ballerbereich aus noch Wasser gibt. Zusätzlich. Okay. Wir haben so Sensoren auf der Fingerkuppe. Einfach mal ein bisschen graben und den Boden fühlen. Wie feucht ist der Boden? Ist das Wasser überhaupt innen oder ist eigentlich nur der Staub oben drauf gebunden? Aber es ist gar kein Wasser in der Boden. Ganz herzlichen Dank, Peter, für deine Ausführungen. So, und dann kommen wir zu den Bildern und Videos von den Baustellen und Gärten von der letzten Woche.
Okay, das wär's gewesen. Jetzt wünsche ich dir einen ganz guten Start in die neue, kurze Woche. Wir treffen uns am Dienstagmorgen wieder gemeinsam um 6:30 im Magazin. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, mach's gut und have fun!